Geschaltet. Guten Abend und herzlich willkommen bei dieser Online-Shurim-Reihe. Heute ist der dritte von vier Shurim, die wir vor Pesach haben. Also letzte paar Male haben wir besprochen verschiedene Fragen, die mit Vorbereitungen für Pesach zu tun haben. Also wie man Küche vorbereitet, wie man das Haus vorbereitet und so weiter und so fort. Da gab es mehrere Fragen auch am Ende, die wir nie geschafft haben zu beantworten. Wenn jemand irgendwelche Fragen diesbezüglich hat, ich schlage vor, dass ich schreibe das jetzt alles ins Chat und wir lassen so 10, 15 Minuten am Ende von heutigem Shiur und gehen die Fragen durch. Ja? Heute werden wir ein paar andere Themen besprechen, die auch sehr wichtig sind. Und zwar, das sind Gesetze von Sedernacht, also von Pesach Seder selbst. Dann ein paar wichtige Gesetze von Yom Tov, ja, von die Halachot, die Gesetze von Freitag, was man darf, was man nicht darf und so weiter und so fort. Dann, falls wir noch Zeit haben, wollte ich noch ein paar Wörter über Mechiras Chometz, also über den Chametzverkauf sagen. Und dann lassen wir Zeit für Fragen und Antworten allgemein, was wir noch nicht bedeckt haben, beziehungsweise was ich nicht klar genug erklärt habe. Okay, also das erste Thema heute ist Seder Pesach, was ich auch sehr wichtig finde und es auch, glaube ich, sehr gut, dass wir jetzt heute machen. Es ist knapp, also ein bisschen weniger als zwei Wochen. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir es so rechtzeitig im Voraus machen, weil was man sehr oft sieht, dass hinter all diese Vorbereitungen von Pesach, Kochen, Kaschen und so weiter und so fort, kommt man zu dem Yom Tov, zum Pesach Seder selbst und man ist so müde und so einfach verbrannt sozusagen. Ja, man hat keine Kraft mehr und selbst wenn man da irgendwie noch geschafft hat, am Erev Pesach ein bisschen zu schlafen, damit man, wenn das Seder später noch irgendwas mitmachen kann, man hat sehr selten Zeit, sich für den Seder vorzubereiten. Jetzt diejenigen, die sie bei Seder irgendwo eingeladen sind und dann kommen einfach selbst bzw. mit ihrer Familie zu einem Seder und da gibt es einen tollen Rabbiner, der alles erzählt und alles klar macht, wie man alles richtig macht und was wir sagen und was das alles bedeutet, das ist natürlich super. Allerdings erstens haben nicht alle diese Möglichkeit, nicht alle können sie das leisten oder wo auch, je nachdem, wo die wohnen, gibt es dieses Angebot nicht immer. Zweitens, je nachdem, wie alt ihre Kinder sind, ja, es ist ab gewisser Alter ist nicht mehr so ideal. Ja, und ich kläre warum. Ja, es gibt während Pesach Seder sehr viele Mitzvot, sehr viele Sachen, die wir machen müssen. Ja, manche sagen, es ist über 64 Gebote, die während Sedernacht erfüllt werden. Darunter sind nur zwei Gebote, die von Tora kommen, die mit Doraisa sind. Also in der Zeit von dem Tempel, in der Zeit von Besamigdash gab es natürlich mehr. Heutzutage haben wir allerdings nur zwei. Erste ist eigentlich relativ einfach zu erfüllen. Es ist Achilles Matzah, also Matzah zu essen. Antizeit, eine gewisse Menge von Matzah, sollte am Pesachnacht von jedem von uns gegessen werden. Das ist Doraisa. Und der zweite ist Sippur Yetzias Mitzrayim. Sippur Yetzias Mitzrayim bedeutet erzählen über die Erlösung aus Ägypten. Ja? Jetzt, erzählen, es heißt nicht einfach, dass man diesen Text so wie Tehillim oder ein Gebet liest. Nein, der Tora, wenn der Tora diese Mitzwa, dieses Gebot erwähnt, sagt der Tora, Veigadete Libincha Bayamahu. Ja? Die Zura, die Form, in welcher man diese Mitzwa erfüllt, ist die Erzählung, die an unsere Kinder überliefern. Ja? Und das ist deshalb sehr wichtig. Also man hat noch viele andere Mitzvot, Maror und Wein und alles Mögliche, aber alle diese Mitzvot werden die Teure überhaupt nicht erfüllt. Maror ist nur dann Mitzvot von der Teure, wenn man Korban Pesach hat. Heutzutage haben wir Korban Pesach leider nicht, deswegen sind wir nur mit Matze geblieben, die Doraisa ist. Aber Sippur Yetzias Mitzrayim, unabhängig von allen anderen Mitzvot, ist ein sehr wichtiger Mitzvot. Und so steht auch ganz klar in Torah. Und für diese Mitzvah müssen wir uns nicht weniger vorbereiten als für Matze. Ja, viele geben ganz viel Geld aus für Matze, Handmatze, Schmurmatze und so weiter und so fort.
Ja? Und man muss nicht vergessen, dass Sippur ist jetzt Mitzrayim, Kinder erzählen zu können, warum es überhaupt, wenn Pesach geht, ist auch ein Mitzvah Doraisa. Und das müssen Eltern eben versuchen, irgendwann anzufangen, selbst zu tun. Ja? Und es ist nicht einfach, wie gesagt. Es ist viel Vorbereitungen, es nimmt viel Zeit, es nimmt viel Kräfte, aber es ist immer noch sehr wichtig, deswegen muss man ein paar Stunden für sich lassen, ein bisschen Agoda im Voraus vorbereiten, ein paar Sachen, die man Kindern erzählen kann. Wir sehen auch, wie wichtig die Kinder bei dem Seder ist. Es gibt so viele Sachen, die wir während Pesach Seder machen, nur dafür, um Kinder wach zu halten. Ja? In Mishnah wird schon erwähnt, dass man Süßigkeiten gibt, dass man verschiedene Sachen andersrum macht, damit die Kinder Fragen stellen. Wir wollen, dass die Kinder aktiv teilnehmen. Und das ist nicht einfach. Nicht alle können das machen. Ja, das kommt so mit Erfahrung, mit Jahren. Aber man muss irgendwann anfangen. Und ich würde sagen, ab 6, 7 Jahren alt sollten Eltern schon versuchen, mindestens ein Seder selbst zu machen, damit die irgendwann damit wirklich zurechtkommen und das selbst von Anfang bis Ende leiten können. Und wenn zum Beispiel in einer Stadt, wo es dieses Angebot von einem guten Rabbiner gibt, gehen sie der ersten Nacht zu diesem Zelle, dann können die zweiten Zelle dann zu Hause machen. Ja? Und diese mit zwei ist sehr wichtig, deswegen, man muss sich an dieser Nacht nur an Kinder orientieren. Die Kinder sind die Zielgruppe. Ja? So steht in der Tora. Die ganze Zelle, was wir machen das natürlich auch, um mit zum Beispiel Mitzvah von Matze erfüllen zu können. Ja, aber der Hauptgrund von dem ganzen Seder, von den ganzen vielen Sachen, die da gemacht werden, das hat mit Kindern zu tun. Deswegen sind die Kinder an dieser Nacht Zielgruppe und man muss alles an Kinder anpassen. Ja, so erzählen, damit sie das verstehen. So möglich, damit sie möglichst Spaß daran haben, ja, und auch teilnehmen. Und das kommt nur mit Erfahrung, das kommt einfach nicht so. Ja, deswegen nehmt euch Zeit, bereitet euch vor. Ja, das ist eine sehr wichtige Sache. Jetzt zum Seder selbst. Dieses Jahr ist erste Nacht Pesach, auch das Freitagabend, das ist auch Schabbat. Manchmal ist eben fällt Pesach am Schabbat. Das hat gewisse Nachteile, gewisse Vorteile. Es ist ein langer Chol HaMoed. Man muss weniger kochen, weil man nur 4 Tage von Freitag hat. Weil, ja, man hat Schabbat nicht dazwischen. Hat schon gewisse Vorteile. Logistisch, ja, muss weniger gekocht werden und weniger organisiert werden und so weiter und so fort. Ja? Also was ist anders am Schabbat als am Yom Tov? Wir wissen, dass am Yom Tov sind gewisse Aktivitäten erlaubt, die am Schabbat verboten sind, zum Beispiel Kochen und Tragen und so weiter und so fort. Ja? Deswegen muss man alles, was für Pesach benötigt wird, schon im Voraus vorbereiten. Ja, zum Beispiel ein bekanntes Beispiel, was man dabei erwähnt, ist das Salzwasser. Ja? Wir brauchen Salzwasser am Anfang von der Seder, damit wir diese Tibun Rishon, der erste Tippen, die wie mit Teufeln irgendwelche Gemüse dann in Salzwasser bzw. in Wasser mit Essig. Ja? Und Salzwasser am Schabbat zu machen, ist problematisch. Ja? Weil es sieht so wie so sogenannte Ibut Euchlim, also die kochen sozusagen, das ist nicht wirklich kochen, weil es nicht um heißes Wasser geht, aber es ist der Rabbanan immer noch verboten, Essen bzw. Gemüse in großen Mengen zu salzen und Salzwasser machen, diese Lacke. Ja, deswegen muss man Salzwasser voraus vorbereiten, am Erev Shabbat. Wenn man das vergessen hat, was macht man dann? Es gibt zwei Lösungen, was man macht. Man nimmt Salz mit ein bisschen Öl, also Olivenöl oder was auch immer, welches Öl man hat, mischt ein bisschen Salz mit ein bisschen Öl und dann fügt das Wasser zu. Ja, man macht das sozusagen anders wie sonst und dann der Öl macht das Salz angeblich ein bisschen weniger stark. Ja, und das ist erlaubt. Man kann da auch Wasser mit Essig oder beziehungsweise Weinessig mischen. Es geht auch und dafür es ist weniger problematisch als Salzwasser zu machen. Ja, wenn man zu Hause Salzgurken in Dosen hat, ja, da man kann auch dieses Wasser schon benutzen. Da, alles, was da drin schon ist, dann muss man gar nicht vorbereiten. Dann kann man diese Dose einfach irgendwie aufmachen am Schabbat, je nachdem, was für eine Dose ist. Wenn eine Dose mit einem Ring ist, wo man zieht und eine Dose aufmacht, man darf das am Schabbat machen. Man muss dann die Gurken und die Salzwasser rausnehmen und die Dose am besten wegwerfen, damit es kein Problem beim Dose offen besteht.
Ja? Und man kann dann dieses Wasser benutzen. Ja? Natürlich alles, was mit Kochen und so weiter zu tun hat, machen wir normal wie am Schabbat. Ja? Freitag ist zwar Seder, man kann sein, dass man viele Gäste hat und viele Sachen vorbereiten muss, aber wenn man vergessen hat, irgendwas zu kochen, irgendwelche Flüssigkeiten heiß zu machen, ist verboten. Es ist genauso wie an jedem anderen Schabbat. Also deswegen alles gut planen, alles gut logistisch vorbereiten, dass wenn man Seder beginnt, dass alles schon fertig ist. Ja? Noch eine Sache, was mit Schabbat, am Schabbat ein bisschen anders ist, natürlich die Texte von Kiddush am ersten Nacht und Kiddush am zweiten Nacht weichen sich ab von normalen Texten von Kiddush am ersten und zweiten Nacht am Pesach, weil am ersten Nacht beim Kiddush von Pesach machen wir auch Kiddush von Schabbat, ja, und das steht auch alles in Haggadah, da muss man nicht in Siddur schauen, das steht auch in Haggadah, wenn das Freitag ist, dann fügt man auch Yom HaShishi und so weiter und so fort, was wir sonst am Freitag sowieso sagen, und das sagt man alles zusammen mit Text von Pesach Kiddush. Ja? Die zweite Sache ist, was wir anders machen, das ist Kiddush am zweiten Nacht. Ja, zweite Nacht ist Motze Shabbos. Und dann wird es interessant, dann müssen wir auch Havdolah machen. Ja? Wie machen wir Havdolah bei zweiten Seder? Also der Text steht auch in Haggadot, ja, das ist alles schwarz-weiß geschrieben. Man muss sich, wenn man das nicht schon oft gemacht hat, ein bisschen vorbereiten, den Text durchlesen, weil der das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Text. Jetzt, wie macht man? Normalerweise machen wir Havdolah am Motze Shabbos. Wir haben Wein, wir haben Kerze und wir haben Besamim. Ja? Jetzt, Besamim fällen jetzt raus. Wir haben keine Besamim. Ja? Und der Talmud erklärt uns, warum wir keine Besamim am Motze Shabbos, der am Yom Tov Feld haben. Ja, weil der Zweck von Besamim ist, dass am Motze Shabbos, wenn die Nishome Yiseira, ja, dieser extra Niveau von Heiligkeit und von unserer Seele wegkommt, beruhigen wir uns, dass die Reste von der Seele, die übrig für die Woche bleiben, mit diesem schönen Geruch von Besamim. Ja, und es gibt jetzt zwei Erklärungen, warum das am Motze Shabbos, der auch Yom Tov ist, nicht nötig ist. Nach einer Erklärung, weil dieser Nishome Yiseira, dieser extra Teil von unserer Seele immer noch bleibt. Ja, weil der Yom Tov ist auch was Besonderes. Ja? Nach zweiter Erklärung, nein, Shabbos ist was Besonderes. Deswegen machen wir auch Havdalah zwischen Shabbos und Yom Tov. Wir sagen zwar nicht Lehavdil ben Shabbos Lechol, weil der zweite Tag auch kein Chol, kein Wochentag ist. Yom Tov. Wir sagen Lehavdil ben Kodesh Lekodesh. Das bedeutet aber immer noch, dass Shabbat eine große Heiligkeit hat. Er hat eine größere Dusche. Ja? Und der Beweis dafür ist ganz einfach. Wenn Yom Tov am Freitag fallen würde, am Donnerstag fallen würde, und dann ist Motze Yom Tov, ist gleichzeitig Shabbos, dann sagt man kein Havdalah, Lehavdil ben Kodesh Likodesh. Warum? Weil wenn man von einer niedrigen Gdusche auf höhere Niveau von Gdusche geht, von Heiligkeit, dann muss man nicht trennen. Ja? Und deswegen, wenn Yom Tov, Donnerstag, Freitag ist Yom Tov, Freitagabend ist Yom Tov, zu Ende, dann kommt Shabbat, dann dazwischen wird kein Havdolah gemacht. Dieses Jahr aber ist andersrum. Der erste Tag ist Shabbat und Yom Tov frisch und dann kommt der zweite Yom Tov. Lang will Havdil ben Kodesh Lichodesh. Weil wir meinen damit, obwohl der Yom Tov auch heilig ist, ja, gewisse Aktivitäten, die am Yom Tov erlaubt sind, waren am Shabbat verboten. Deswegen müssen wir erstmal Havdolah machen. Ja, wir können jetzt kochen, wir können jetzt tragen, wir können noch ein paar andere Sachen tun. Deswegen müssen wir klar Havdolah machen. Wir können das auch kein Chol nennen. Wir können nicht sagen, Lehavdil ben Kodesh Lichol. Wir sagen, Lehavdil ben Kodesh Lichodesh. Aber die Kedusche von die Heiligkeit von Yom Tov ist ein bisschen niedriger als die von Shabbos. Jetzt. Und nach dieser zweiten Erklärung begeht diese Nishome Yisera, die extra Niveau, die wir am Shabbat bekommen, auch weg. Warum riechen wir da keine Besomim? Erklären einer von Balei Tosfos, die Kommentatoren auf Talmud, weil wir haben von uns ein gut bedeckter Tisch, wir haben leckeres Essen, wir haben Wein, wir haben ganz so viele Sachen, die unsere Seele sowieso beruhigen, dann sind die Besamim nicht nötig. Ja? Also das ist die kurze Erklärung, warum wir keine Besamim nutzen. Aber Havdolah sagen wir immer noch und da brauchen wir eine Kerze. Und jetzt bei der Kerze, insbesondere wenn man das erstmal zu Hause macht, beziehungsweise nicht viel Erfahrung damit hat, man nimmt ganz gewöhnlich, ja,
was man noch machen würde. Man nimmt, mir auch mal passiert vor 5 Jahren, man nimmt mal ganz gewöhnlich diese Havdolle-Kerze. Ganz große, ganz schöne Havdolle-Kerze. Man zündet sie, man macht Kiddush, der auch Text von Havdalah beinhaltet, sagt alle Broches, ganz schön nach dem Text in Agadah. Ja, alles zu Ende. Jetzt hat man ein großes Problem. Man hat diese Kerze, die ganz stark brennt. Und da es Yom Tov ist, darf man diese Kerze nicht auslöschen. Was macht man dann? Ja? Das realisiert man normalerweise nur, wenn es schon passiert ist. Man hat diese Kerze und dann sagt man, was mache ich damit? Ja? Deswegen sagt der Halacha, dass wenn Motze Shabbat am Yom Tov fällt und wir die Havdalah machen müssen, wir brauchen eine Kerze, nehmen wir diese große Kerze nicht. Es ist nicht nötig. Die große Kerze zu nehmen, ist zwar ein schöner Brauch, ist aber kein Muss in dem Fall. Kein Muss überhaupt. Ja, wir machen das, weil ein schöner Brauch ist, gut aussieht und es hat etwas in sich, dass man diese mehrere Feuerstücke zusammennimmt und das, die schön aussehen. Das ist aber kein Muss. Man kann auch eine einzelne Kerze nehmen und damit mit zwei von Abdallah erfüllen. Man kann zwei Teekerzen nebeneinander stellen und von dem Licht von beiden sozusagen Genuss haben, indem man so Fingernägel ein bisschen anschaut in dem Licht von den Kerzen. Ja? In dem hat man dieses Problem von Auslöschen nicht. Man nimmt einfach zwei kleine Teekerzen. Nach der Abdallah kann man die einfach wegstellen irgendwo. Am Yom Tov darf man Feuer bewegen. Ja? Und alles okay. Ja? Deswegen auf keinen Fall große Abdallah-Kerzen benutzen, weil das kann dann problematisch sein. Man wird dann Lösungen finden müssen, was man damit macht. Man darf das nicht auslöschen. Ja? Und das sind zwei Sachen, was ich in Bezug auf Shabbat erwähnen wollte, dass man gewisse Sachen schon am Erev Shabbat fertig hat, weil es Yom Tov, der an Shabbat gefallen ist, dann gewisse Aktivitäten verboten sind. Und mit Havdalah, dass die Kerze muss nicht die große, schöne Kerze sein in dem Fall. Ja? Okay, jetzt weiter. Zu dem Seder selbst. Wie ich gerade gesagt habe, es gibt ganz viele Mitzvot, ganz viele Gebote, die wir am Seder-Nacht erfüllen müssen. Deswegen es lohnt sich, Agoda ein bisschen durchzuschauen. Nicht, dass man das erstmal nach dem ganzen Jahr nur beim Seder sieht. Insbesondere dieses Jahr, wir hatten eine Shana Moberes, wir hatten ein Jahr mit 13 Monaten. Also es ist schon mehr Zeit. Wir haben jetzt 13 Monate, seitdem wir die Agoda letztes Mal gesehen haben. Nicht wie 12 normalerweise, ja, 13 ein bisschen mehr. Deswegen vergisst man manche Dinge, deswegen lohnt es sich ein bisschen zu schauen, was jetzt kommt. Ja? Erste mit zwei ist Kiddush. Ja, wir machen Kiddush auf Weinglas. Ja? Und diese mit zwei, diese Weinglas, damit erfüllen wir gleichzeitig zwei Gebote. Ja? Wir machen Kiddush, in unserem Fall dieses Jahr, Kiddush für Shabbat und Yom Tov. Und der andere Mitzvah, die wir damit erfüllen, das ist einer von 4 Gläser Wein, die wir am Pesach Seder trinken müssen. Es gibt 4 Gläser Wein, das ist Mitzvah der Rabbanan. Jeder an sich selbst ist ein getrennter Mitzvah. Also 4 Gläser sind 4 Mitzvot. Und die müssen wir erfüllen. Wie erfüllt man die? Man nimmt ein Glas. Das Glas muss Minimum 85 Milliliter von Flüssigkeit beinhalten. Ja? Das kann auch mehr sein, aber 85 ist Minimum. Deswegen muss man passende Gläser finden. Die meisten Gläser, die wir haben, haben viel mehr. Ja? Am besten sollten das kein Einwegplastikgläser sein, weil das allgemein umstritten, ob man Einwegplastikgläser für Kiddush benutzen darf, auch ein ganzes Jahr über. Ja? Deswegen am besten vermeiden. Es ist verständlich, dass am Pesach hat man nicht so viel zu auswählen. Ja, aber wenn möglich, das muss ein normales Glas aus Glas sein. Beziehungsweise es gibt schöne Gläser aus Plastik, die ein bisschen schöner aussehen als ein einfacher Einwegplastikbecher. Ja? Jetzt, wie groß? Ich habe gesagt, Minimum 85 Milliliter. Nach manchen Meinungen ist es 150. Aber mit 85 erfüllt man diese mit zwar sicherlich. Ja? Da muss man nicht unbedingt so streng sein und 150 nehmen. Jetzt. Wenn man aber ein größeres Glas hat, man hat, sagen wir, so Glas mit 200 Milliliter. Ja, normale Plastikbecher beinhalten 200, 220
Milliliter. Kann man so ein Glas benutzen? Man kann es machen. Ja? Jetzt, die Frage ist, wie viel muss davon getrunken werden? Normalerweise sagen wir beim Kiddush und auch bei diesen vier Gläser von Wein am Pessach, musste Minimum sozusagen Molle Lugma, also ein Teil, eine Hälfte von Mund voll getrunken werden. Ja? Am besten, das ist so ungefähr 51, ein bisschen mehr als 51% von diesen 85 Milliliter. Also man muss grob gesagt, muss man die Mehrheit von dem Glas trinken. Man muss nicht das ganze Glas trinken. Der Glas muss zwar voll sein, wenn man Kiddush macht, nicht so voll, dass es alles rumgegossen wird, aber so voll, wie man zum Beispiel, wenn man Coca-Cola trinkt, macht man Glas zwar voll, aber ein bisschen bleibt. Das darf man nicht voll bis Ende, damit das alles schmutzig wird. Ja? Beim Kiddush, bei alle vier Gläser müssen die Gläser voll sein. Man muss aber nicht alles bis Ende trinken. Wenn man es schafft, sehr gut, aber man muss es nicht. Ja? Man muss Minimum ein bisschen mehr als die Hälfte davon trinken. Jetzt, es gibt gewisse Meinungen, die sagen, dass diese Halacha, dass man Mehrheit von dem Glas trinken muss, gilt immer unabhängig davon, wie groß das Glas ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gläser, bekomme, die 250 Milliliter groß sind, dann müssen meine Gäste idealerweise die Hälfte davon jedes Mal trinken. Ja? Sie sehen zwar schön aus, aber dann hat man die andere Probleme, dass Leute müssen zu viel trinken. Und wenn man Wein trinkt, ist es nicht immer einfach, beziehungsweise wenn Leute schon nach dem ersten Glas sehr betrunken und können dann nicht wirklich nachvollziehen, was da am Tisch passiert. Deswegen die Gläser nicht sehr große Gläser nehmen, also 85 ist ideal, 150 ist auch okay, dann trinkt man die Hälfte davon, ist nicht so viel. Jetzt, was muss man trinken, wie und ob man bis Ende trinken darf? Bis Ende darf man natürlich trinken. Ja, bevorzuglich sollte das rotes Wein sein. Ja? Wenn nichts anderes gibt, dann geht auch weißes Wein. Jetzt, wenn man kein Wein trinken darf oder gar nicht so viel Wein trinken kann oder man mag kein Wein, kann man auch Traubensaft benutzen. Es geht auch. Allerdings für Erwachsene lohnt es sich immer noch ein bisschen Wein zu mischen zum Traubensaft, egal wie viel, ein bisschen gilt auch. Ja? Weil nach manchen Meinungen diese Mitzwa von vier Gläser von dem Wein ist ein bisschen anders als Kiddush sonst. Wir wissen, dass es ist ganz üblich, ganz verbreiteter Brauch, dass viele Leute Kiddush bzw. Abdallah immer auf Saft machen. Ja? Gar ohne Alkohol. Jetzt, diese Mitzwa von vier Gläser allerdings hat somit mit Freiheit zu tun. Eine von den Erklärungen von vier Gläser, warum wir vier Gläser Wein trinken, weil wir damit zeigen wollen, dass heute Nacht feiern wir unsere Freiheit und wir trinken und essen so wie freie Menschen, trinken ganz viel Wein. Und Wein muss am besten auch so gut, qualitativ gut sein. Ja? Und nach ganz vielen Meinungen kann man diese Mitzwa von Freiheit, sozusagen Freiheit zeichnen, mit Saft gar nicht erfüllen. Weil was ist das für eine Freiheit, einfach Saft zu trinken? Das muss schon ein bisschen alkoholisches Getränk sein, damit man sich besser fühlt. Ja, deswegen nach diesen Meinungen erfüllt man die Mitzwa von mit dem Traubensaft gar nicht. Jedoch, selbst nach dieser Meinung, wenn man Traubensaft mit ein bisschen Wein mischt, ist es in Ordnung. Ja? Deswegen, je nachdem, was man kann oder was man mag, ja, entweder rotes Wein oder rote Traubensaft, am besten ein bisschen mit Wein gemischt. Für Kinder müssen die Gläser nicht so groß sein. Die Kinder bis 6 Jahren sowieso nicht, dann können die einfach diese kleine Kiddush-Becher für Kinder haben. Ja, das geht wunderbar. Ab 6 bzw. 7 Jahren sollten die schon 85 Milliliter Gläser haben, weil die haben dann schon mit zwei genug und müssen alles richtig machen. Die müssen aber nicht so viel trinken. Die sollten versuchen, Hälfte davon trinken, wenn es geht. Ja? Und auch mit Traubensaft, dann muss man auch aufpassen, vielleicht einen Traubensaft auswählen, welcher nicht so viel Zucker hat, weil sonst ist es für Kinder natürlich nicht so gut, so viel Zucker auf einmal zu bekommen. Die bekommen sowieso immer noch Süßigkeiten außerdem. Ja? Das ist jetzt mit zwei von Gläsern, von vier Gläsern. Ja?
die Aschkenazim sagen Brocha auf jeden Glas. Also es gibt insgesamt 4 Gläser, jedes Mal. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, klar. Darf man denn den Saft für die Kinder mit Wasser mischen? Das ist eine sehr gute Frage und die Frage gilt allgemein nicht nur für Pessach, sondern auch das ganze Jahr über. Ja? Wein, also laut Talmud, darf man Wein bis ein Sechstel mit Wasser mischen. Das heißt, wenn ich 100 Milliliter Wein habe, kann ich 500 Milliliter Wasser dazu zugießen. Ja? Allerdings sagen die Kommentatoren, heutzutage gilt es nicht mehr, weil Wein Geschmack heutzutage nicht mehr so stark, nicht mehr so intensiv ist. Deswegen sollte man nicht viel Wasser, Wein nicht mit viel Wasser verdünnen. Ein bisschen Wasser gilt aber. Jetzt mit Säfte, nach ganz vielen Meinungen, mit Säfte funktioniert das gar nicht, weil Saft ist zwar, damit kann man zwar damit zwar von Kiddusche füllen, ist aber nicht der Wein in dem Sinne, er hat nicht diesen starken Geschmack. Also ein bisschen Wein, so ein Zehntel oder weniger dürfte man machen, aber mehr ist es nicht empfohlen, weil nach ganz vielen Meinungen, wenn man mehr zugeführt hat, es ist schon Charcoal, es ist nicht mehr ergoffen. Deswegen ist es problematisch. Also nicht viel Wasser. Also in diesem Fall würde es wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Aber es gibt Säfte, die nicht so süßig sind. Ja? Und für Kleinkinder, wie gesagt, bis 6 Jahren sowieso sollten sie nicht ganz viel trinken, nur so symbolisch. Jetzt. Ich habe gerade gesagt, dass auf 4 Gläser sagen wir eine separate Bracha. Bei Sephardim ist es ein bisschen anders. Sie sagen nur auf Essen, beziehungsweise auf dritten Glas ein Bracha. Wir Aschkenazim sagen auf alle 4. Ja? Wir hemmen die Gläser auf, wenn die Bracha sagen, auch beim Kiddush. Ja? Und wir trinken sie so, wie man das sagt, bei Aseiva, also angelehnt. Ja? Jetzt, ob die Frauen das auch machen müssen, so trinken, oder nicht, es ist umstritten. In meisten Gemeinden heutzutage ist der Brauch, dass die Frauen das nicht machen. Die müssen das nicht machen. Es ist kein Muss, ist auch aber nicht verboten. In manchen Gemeinden macht das immer noch, hat man den Brauch immer noch, dass alle Frauen das auch mitmachen. Also je nach dem Brauch, beziehungsweise nach dem Wunsch von einer Frau, kann sie das mitmachen, beziehungsweise nicht mitmachen. Also es ist Freiwahl für Frauen. Männer müssen bei alle 4 Gläsern sich anlehnen und dann so Baseva, so angelehnt, die 4 Gläser von Sab bzw. von rotem Wein trinken. Ich wollte gerade noch was über die Becher, ja, über Becher sagen. Ganz wichtig jetzt. Normalerweise wird Seder von einem sozusagen Balabais, von einem Hausbesitzer geführt. Ja, das sitzt ein Rabbiner oder ein Mann, er macht das Seder. Ja, und er liest alles durch. Jetzt reden wir noch nicht über die Agada, wir reden nur über Teil von Brachot, Kiddush sozusagen. Und normalerweise, wenn wir bei jemandem zu Besuch sind, beziehungsweise macht der Mann für die Familie Kiddush, er sagt alles und wir hören zu, antworten Amen, und damit erfüllen wir unser Mitzwa von Kiddush machen, zum Beispiel am Freitagabend. Ja, es ist auch gut, obwohl nicht wirklich zwingend, dass man von diesem Wein auch probiert. Ja, man ist Jöitze Kiddush, man erfüllt Mitzvah von Kiddush am Freitagabend, auch ohne Wein zu trinken und auch auf Schabbatstag. Es ist gut zu probieren, aber es ist nicht zwingend nötig, wenn es kein Wein übrig geblieben ist, beziehungsweise man macht keinen Wein, man erfüllt Mitzvah einfach mit Hören. Jetzt am Pessach ist es ein bisschen anders. Es ist nicht anders, weil Kiddush anders ist. Es ist anders, weil Kiddush auch eine Mitzwa von 4 Gläser beinhaltet. Wir haben gesagt, der erste Kiddush, der erste Glas, es ist Kiddush plus der erste Glas von 4 Gläser. Und das muss jeder machen. Deswegen hebt jeder sein Glas auf. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, was man damit macht. Entweder hört man sehr gut zu, was der Mann, der Seder führt, sagt und antwortet Amen und dann trinkt. Oder man sagt leise mit. Wenn man Hebräisch lesen kann, dann sagt man einfach leise mit. Ja, und trinkt so, nachdem man das gesagt hat, trinkt sein Glas. Ja, also entweder zuhören und Amen antworten, aber immer noch den Glas aufgehebt halten oder selbst leise mitlesen. Jetzt, allgemein für Agada, außer Brachot, außer alle Brachot, die wir auf Wein sagen, auf verschiedene Mitzvot sagen, der Agada besteht, der Hauptteil von Agada besteht von
aus dieser Erzählung von Erlösung aus Ägypten. Ja? Und das ist kein Text, den man so wie ein Gebet lesen muss. Man muss unbedingt verstehen, was da steht. Deswegen, wenn man auf Hebräisch kaum lesen kann, beziehungsweise sehr gut liest, aber kaum versteht, was da los ist, sollte man auch auf Hebräisch nicht lesen. Man kann und sollte die Mitzvah von Sippur, Yetzirat Mitzrayim, also Agada, auf jede Sprache erfüllen, auf die Sprache, die man am besten versteht. Und diese Sprache ist bevorzuglich. Also Deutsch, Russisch, Englisch, was auch immer, was man versteht, man muss diese Agada für sich vorbereiten und das lesen. Ja? Wenn man das an Kinder erzählt, umso mehr. Also wenn man einfach hebräische Text liest und das nicht an Kinder erklären kann, es ist überhaupt nicht gut. Also man muss selbst verstehen und alle anderen beibringen können, wenn man das Sede führt. Also die Sprache, die man versteht, ist die Sprache, die man auch benutzen sollte. Nicht alles auf Hebräisch. Es ist kein Tehillim, es ist kein Gebet, es ist etwas, was wir erzählen. Und die Mitzvah von erzählen können wir nur dann erfüllen, wenn wir und die auf uns hören, verstehen, worum es geht. Ja, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil manche denken, es ist einfach so, so wie ich die Tehillim lese, lese ich die Agada durch und damit ist die Mitzvah erfüllt. Nein. Brachot, ja, mit Boret Reagofen, ja, mit Kadesh Shabbat, wie Yom HaPesach, was auch immer, was wir da sagen, die Brachot sagen wir auf Hebräisch. Ja? Und dann muss man auch nicht jedes Wort verstehen, da man versteht allgemein, was jetzt gemacht wird. Aber bei der Agada sollte man ganz gut verstehen und nachvollziehen können, worum es geht. Jetzt, zu dem Text der Agada. Der Text von Agada ist lang, ja, und manchmal schon in der Mitte von dem Seder werden die Kinder bzw. auch Erwachsene müde. Und insbesondere, wenn man nicht viel erklärt oder nur auf Hebräisch liest, wird Seder sehr langweilig und überhaupt nicht das, was Seder sein sollte. Deswegen sollte man im Voraus merken, was man von der Agada auslassen kann. Also man muss nicht alles lesen. Wie gesagt, es ist kein Gebetsbuch, Agada. Es ist nur eine Erzählung. Und der Agada gibt uns einen Text, mit welchem es damals einfacher war, alle anderen zu erzählen, was passiert ist. Aber das ist kein Text, den wir von Anfang bis Ende einfach durchlesen müssen, auf Hebräisch und das war's. Nein, wir müssen verstehen, worum es geht. Und wir können auch manche Stelle auslassen. Zum Beispiel die Stelle, ich sage jetzt ganz grob, alle Brachot, und alle Mitzvot, die wir füllen, darf man nicht auslassen. Also Kiddush, Karpas, ja, was auch immer. Wenn wir Matzes bedecken, wenn wir Matzes nicht bedecken, das alles, was in Agada steht, das lassen wir nicht auch. Aber aus. Aber nach dem ungefähr in der Mitte von der Agada, ja, dann sagen wir Tse Ulamat Mabikish Lavan Arami Lasso. Dann erzählen wir die Geschichte von Lavan. Ja, und sagen dann der Posak Arami, Abed, Aviv, Yoret Mitzrayim. Ja, dieser Aramäer wollte meinen Vater vernichten und die sind nach Ägypten gegangen und so weiter und so fort. Ab diesem Punkt, ja, fängt in Agada sehr, muss ich sagen, ein sehr langweiliger Teil. Langweilige für meisten, die nicht Hebräisch ganz gut können. Weil da bringt der Agada, der Baal Agada, ein Posuk und da teilt Posuk auf zwei, drei Wörter und für jede zwei, drei Wörter wird auch eine Erklärung aus Tanach gebracht. Und alles auf Hebräisch, ja, bei Yogur, Sham, Melamed, Shlo, Yorda und so weiter und so fort. Das sind mehrere Seiten. Das alles kann man auslassen bis Asara Makas, bis 10 Plagen. Das kann man alles auslassen. So von Aramäer bis 10 Plagen kann man auslassen. Wenn man daran Spaß hat, wenn man das sehr gut vorbereitet hat und sehr gut erklären kann, ja, Kol HaKavod sollte man machen. Sonst, es ist besser, mehr Zeit auf andere Teile von Agada für andere Teile von Agada zu nutzen, die besser zu erklären, als diese Texte zu lesen, die man kaum, meisten von uns leider kaum verstehen. Ja? Und dann springt man einfach zu Asora Makas. Asora Makas muss man auch nicht jede diese Geschichte mit 200, 250 und so weiter und so fort. Wenn man das nicht erklären kann, kann man das einfach auslassen. Ja? Dann nach Asora Makas. Ja, da kommt dieser Rabbi Lezer, 200, 250 und das kann man auch alles mal auf. Jetzt Dayenu könnte man auch auslassen, es ist aber nicht empfohlen aus praktischen Gründen. Das ist eine von Teilen, wo Kinder aufstehen. Ja? Die werden plötzlich wach, weil das
kennen meisten Kinder sehr gut. Diana, oh, jetzt wird gesungen, ja, man kann ein bisschen Stimmung machen, deswegen Diana muss man, sollte man nicht auslassen, ein bisschen Stimmung machen, damit die Kinder aufwachen. Ja, nach der Diana kommt der wichtigste Teil von Agada. Man kann fast alles auslassen. Außer dem, was ich jetzt erwähnt habe, hat man ein bisschen, kann man auch ganz viele Sachen am Anfang auslassen und am Ende. Jetzt, das kann man aber nie auslassen und das muss man auf jeden Fall sagen. Rabban Gamliel chaya omer kol shelo omer shloshet dvorim elo bepesach lo yotze yedei chavosi. Ve'elochen pesach matzor mor. Rabban Gamliel hat gesagt, jeder, der drei Sachen am Pesach nicht gemacht bzw. nicht erklärt hat, hat die Mitzvah von Agada nicht erfüllt. Und die drei Sachen sind Pesach, Matzah und Moror. Man muss erklären, Kinder, was Pesach ist und warum Pesach gegessen wird. Dafür gibt es in Agada einen Text. Man benutzt entweder diesen Text, liest auf Hebräisch und übersetzt und erklärt, oder bereitet sich selbst einen Text, einen erklären, warum Pesach, was Korban Pesach an sich hat. Dann erklärt man, was Matzah ist, genauso, entweder Text von Agada oder bereitet ein paar Sätze selbst. Und dann, was der Maror ist. Ja? Und dann es ist schon Agada zu Ende. Also der Teil von Magid ist fast zu Ende. Da kommt dieser Lefichach. Lefichach ist ein Teil von einer Bracha. Die kann man nicht auslassen. Dann hebt man wieder ein Glas auf. Da kommen wir langsam zum zweiten Glas schon. Ja, das Ende von Magid. Der erste Glas trinkt man am Anfang. Der zweite Glas trinkt man am Ende von Magid. Ja? Und dann ist man ganz schnell durch. Dann fängt man Hallel zu sagen. Ja, Hallel wird aufgeteilt. Ein Teil von Hallel sagt man vor dem Agada, vor dem Essen, vor dem Shulchan Aruch. Und der zweite Teil von Hallel sagt man danach. Also Hallel muss man nicht erklären. Hallel ist kein Teil von Sipur Yetzias Mitzrayim. Das hat mit der Erzählung über Erlösung nichts zu tun. Das ist schon hinter uns. Das Hallel, das ist einfach Lob an HaKadosh Baruch Hu. Das ist so wie ein Hallel am Rosh Chodesh und so, und am weiten Yontov. Ja, das kann man sehr schnell auf Hebräisch lesen, selbst wenn man das kaum versteht, weil das hat mit Gebet zu tun. Und dann macht man macht man die wichtigste Mitzvot von Seder, das ist Matzah, Maror und Keurach. Jetzt, wie viel Matzah und was für eine Matzah man isst, ist auch sehr interessant. Also wenn man Maschinenmatzah benutzt, wir wissen, dass man immer ein Kiseis von Matzah essen muss. Ja, eine Menge, die Kisais hat, also so wie ein Liebe. Außer der Balabait, außer derjenige, der Seder fühlt und in seine Hände drei Matzes hält, zwei vollkommene Matzes und eine gebrochene Matze, er muss zwei Kisais essen. Er muss ein Kisai von oberer Matze und ein Kisai von gebrochener Matze essen. Wie viel ist Kisais? Ja, nach allen Meinungen, wenn man eine Hälfte von Maschinenmatze isst, das ist ein Kisais. Das ist selbst nach strengeren Meinungen. Also man muss nicht sich zwingen, mehr als Hälfte zu essen. Also man isst sowieso einmal am Anfang, dann isst man noch mit Korach und dann isst man die Matze noch am Ende. Also es wird sowieso ganz viel Matze sein. Aber die Hälfte von Maschinenmatze, es ist sicherlich genug. Man sollte am Seder nach sogenannte Matza-Schmura benutzen. Ja? Was ist Schmura? Eigentlich sind alle Matzot, alle Arten von Matzot Schmura. Jede Matza ist Schmura. Die Meinung zwischen heute ist allerdings, ab welchem Zeitpunkt muss man diese Schmiere, muss man die Matze sozusagen hüten und bewahren von dem Wasser. Ja? Und diese teure Matze Schmura, das hat eigentlich mit Handmatze nichts zu tun. Handmatze ist an sich selbst, Schmura ist was anderes. Schmura hat damit zu tun, dass man zum Beispiel die teure Matze Schmura, das ist Schmura Mishat Ktsira. Das ist, dass man aufbewahrt die Matze, die Weizen, ab dem Punkt, als sie schon ab welchem die am Feld genommen wurden, ja, geerntet wurden. Das ganz besondere Feld, die dafür abgetrennt werden, ja, und man erntet die Weizen ein bisschen früher als sonst. Aus dem Gefahr, dass wenn die Weizen schon ganz reif sind, dann werden sie trocken. Wenn sie trocken werden, es kann sein, dass wenn es nächstes Mal regnet, nehmen sie in sich ein bisschen Wasser und werden zu Chometz. Ja? Diese Gefahr besteht in vielen Ländern. Deswegen ist es bevorzuglich, diese Schmura Matza zu essen, insbesondere für Sedernach, weil am Sedernach der Mitzvah von Matza essen ist ganz wichtig. Deswegen sollte man versuchen, diese sogenannte Matza Schmura
kaufen, nicht unbedingt Handmatza. Das Schmorra kann auch Maschinenmatza sein. Es ist ein bisschen, immer ein bisschen teuer. Es steht immer auf der Packung, dass die Matza Schmorra ist. Und diese Matza sieht ein bisschen dunkler aus. Es ist nicht so wie Weißmehl, weil man eben die Weizen ein bisschen früher erntet. Und die sind noch ein bisschen so grün. Deswegen sieht Matza ein bisschen dunkler aus. Sonst kann man natürlich, wenn man diese Matza nicht hat, beziehungsweise am anderen Tag verbessert, auch andere Matza essen. Ja, man ist Kizai, so wie gesagt, aber eine Hälfte davon. Auch nächste Mitzwe ist Maror, ist auch sehr wichtig. Was wir für Maror benutzen, ja, und wie wir das vorbereiten. Am Yom Tov könnten wir Maror am Yom Tov reiten, ja, zum Beispiel, wenn man Chren benutzt. Am Shabbat ist allerdings nicht erlaubt. Also dieses Jahr muss, wenn man Chren benutzt für Maror, sollte man mehrrätig benutzen, dann sollte man es schon am Freitag vor dem Shabbos vorbereiten. Ganz klein schneiden und beziehungsweise reiben. Man kann auch Romasalat benutzen. Es ist allerdings nicht immer so einfach, weil Romasalat ist sehr oft von Insekten befallen. Also ganz gut kontrollieren. Was wir zu Hause machen, und das finden wir praktisch am einfachsten, wir benutzen Meerrettich. Ja? Für diejenigen, die es ein, für welche es ein bisschen zu stark ist, kann man ein bisschen luften lassen, diese Meerrettich offen lassen, und dann wird es nicht mehr so stark. Und wir benutzen auch Chicory oder Indivi, wie auch immer das auf anderen Sprachen, auf verschiedenen Sprachen ist ein bisschen verwechseln. Aber das Chicory kann man auch also in jedem deutschen Land kaufen, in jedem deutschen Supermarkt, auch Lidl hat das. Ja? Chicory ist nach ganz vielen Meinungen eine von 5 Arten von Maror. Der Vorteil davon, er hat überhaupt keine Insekten. Die Chicory werden so gezuchtet in Pavillonen, in Häuser, überhaupt ohne Licht, ja, unter die Erde, so unter Plastik, ja, und da kommen gar keine Insekten rein, das ist Nummer 1, also man spart ganz viel Zeit, ja, und man muss nicht stundenlang diese Romasalat checken oder Eisbergsalat, ja. Zweitens sind diese Blätter von Chicory ganz dick, also wenn man zwei große Chicory-Blätter genommen hat, hat man schon ein Kisais. Es ist sehr einfach, es ist sehr billig, ja, man muss gar nicht checken, und ja, praktisch finde ich sehr gute Lösung. Wenn man aber gerne Romasalat hat oder Eisbergsalat hat, es ist auch gut. Ja? Jemand will hier etwas sagen, ich höre aber nicht, weil Ihr Mikrofon ausgeschaltet ist. Schreiben Sie bitte, wie schreibt man diese Chicory? Chicory, S-H-C-H-I C-H-I T-O T-O C-H-I-C-O R-I-E Okay. Ja. Ist das so ein Gewürz? Oder wie, das sind nur Blätter. Ein Salat. Die werden immer so zu zweit verkauft. Also verpackt, ein Packung, Plastikpackung, 2 Chicory-Köpfe. Ja. Okay, weiter. Dann kommt Shulchan Aruch, also man isst, ja, und da man also dieses Jahr auch Shabbat hat, sollte man auch Fisch haben, wenn man kann, Suppe oder was man auch sonst isst. Ja, und dann kommt man zum Ende von Seder, dritte Glas von Wein, dann sagt man, darauf Birkat Amazon, man trinkt das dritte Glas Wein, man fügt das vierte Glas Wein und sagt Hallel bis Ende und sagt noch einmal Borei Pri Hagafen und trinkt den vierten Glas Wein. Also jetzt wird so mehr oder weniger durch mit dem Seder, aber wie gesagt, jeder, der Seder selbst machen wird, selbst führen wird, sollte sich Zeit nehmen, durch Agada ein bisschen in Ruhe durchlesen, vorbereiten, marken, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, was man hier sagen möchte, was man überspringen möchte und so weiter und so weiter. Das ist eine von wichtigsten Mitteln, die wir haben, diese Erzählung über Yetzias Mitzrayim. Jetzt noch ein bisschen über Gesetze von Yom Tov, was man am Yom Tov so machen darf. Ja, also am ersten Tag von Pesach ist es sowieso nicht relevant, weil es Shabbat ist, aber am zweiten Tag ist dieses Jahr Sonntag, beziehungsweise am zwei letzten Tage von Pesach ist es Donnerstagabend, Freitag. Ja, und am Yom Tov wissen wir, dass wir alle tragen dürfen. Wir dürfen Sachen tragen, wir dürfen Schlüssel tragen, Kinderwagen und so weiter und so fort. Wir dürfen auch kochen. Ja,
Jetzt mit Kochen muss man aber aufpassen. Nicht alles, was mit Essen zu tun hat, dürfte gemacht werden. Ja? Man darf zwar kochen, man darf aber zum Beispiel nicht Früchte bzw. Gemüse von Baum nehmen. Ja? Obwohl das mit Essen zu tun hat. Man kann einfach nicht zu einem Baum kommen und einen Apfel nehmen und sagen, es ist jetzt Yom Tov. Das darf man nicht. Ja? Man darf backen, man darf aber kein Mehl machen. Man kann die Sachen nicht zerkleinern, man kann kein Mehl aus Weizen machen. Also alle Melachot, alle Tätigkeiten, die normalerweise so in großen Mengen gemacht werden, so wie Mehl und Ernte, die darf man am Yom Tov auch nicht machen. Aber kochen schon. Jetzt mit Kochen, wenn man mit Feuer kocht, muss man aufpassen, das Feuer darf man zünden von einer Kette, die schon gezündet wurde. Man darf allerdings das Feuer nicht auslöschen. Ja? Deswegen, wenn man mit Gas kocht, dann da bleibt Gas einfach dann bis morgen zu Yom Tov brennen. Wenn man mit einem Elektroherd kocht, entweder mit Zeitschaltuhr oder einfach brennen lassen. Ja? Es ist auch aus praktischen Gründen nicht so einfach für Yom Tov zu kochen. Und besonders wenn man kleine Kinder hat, dann hat die Mutter gar keine Zeit, neue Sachen zu kochen bzw. vorzubereiten, weil es sowieso zu viel zu tun ist. Man muss bedecken, man muss abwaschen, man muss dies und das machen, Salat und alles mögliche. Aber so viel wie möglich einfach vor Yom Tov vorzubereiten, obwohl es am Yom Tov erlaubt ist, ist aus praktischen Gründen nicht immer zu empfehlen. Ja, tragen darf man alles, auch auf der Straße, was man braucht. Was man nicht braucht, sollte man auch nicht tragen. Ja, es gibt die ganze Diskussion da in Kommentatoren, wenn man zum Beispiel mit einem Maser zur Synagoge geht, darf, ob man den Maser nach Hause nehmen kann, wenn man weiß, dass man das zu Hause gar nicht benutzen wird. Ja? Die einzige Erlaubnis, nach Hause zu nehmen, ich bringe das nur als Beispiel, es ist, dass man entweder davon etwas zu Hause liest, also benutzt es, oder man hat Angst, dass es gestohlen werden kann, beziehungsweise verschwindet dann, wenn man das nicht nach Hause nimmt. Und das bringt einem in Unruhe. Also er hat so, ist ein bisschen nervös über sein Machzor, deswegen hat er kein Simchas Yom Tov sozusagen. Dann hat er Erlaubnis, sein Machzor nach Hause zu nehmen. Das bringe ich nur als Beispiel dafür, dass nicht alles ist erlaubt zu tragen. Nur die Sachen, die man am Yom Tov braucht. Ja? Sonst sollte man nichts tragen. Ja? Wenn man einen Kinderwagen hat, darf man ein paar Sachen im Kinderwagen auflegen, die man eventuell brauchen würde. Aber etwas, was man auf keinen Fall braucht, sollte man auch am besten im Kinderwagen auch nicht haben. Ich habe eine Frage. Ja, okay. Ich bin eine Diabetikerin, ja, und darf ich am Schabbat Traubenzucker mitnehmen? Und überhaupt ist das am Pesach erlaubt? Am Schabbat, meinen Sie? Ja. Am Schabbat darf man nicht tragen. Also wenn man Probleme mit Zucker hat, dann sollte man entweder zu Hause bleiben, beziehungsweise Zucker schon da haben, also vor Schabbat Zucker da bringen, wo man sein wird, also vorbereiten. Am Yom Tov darf man auf jeden Fall. Jetzt, was für Pesach, Traubenzucker kann problematisch sein, weil Traubenzucker wird sehr oft aus Weizen, aber normalerweise aus Mais hergestellt, was am Pesach für uns nicht zulässig ist. Also dann nimmt man einfach entweder ganz normale Zucker, oder einfach Traubensaft oder andere Flüssigkeiten, die ganz viele Glukose haben. Ja? Aber die Traubenzuckertabletten sind erlaubt für ganzes Jahr über, nicht am Schabbat zu tragen. Am Schabbat muss man schon für sich, zum Beispiel, wenn man zur Synagoge geht, dann sollte man am Freitag ein paar Tabletten, paar Traubenzuckertabletten da bringen. Ja, am Yom Tov darf man das. Jetzt, besonders am Pesach sollte man diese Traubenzucker nicht benutzen, weil es Chametz sein könnte, aber andere Süßmittel, die zum Beispiel Zucker oder andere Flüssigkeiten, die süßig sind, dürfte man auch am Yom Tov tragen. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen zum Yom Tov? Weil Yom Tov ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn es was Besonderes gibt, können wir jetzt besprechen. Sonst überspringen wir jetzt einfach weiter. Ja. Okay, gut. Wenn es Fragen gibt, schreibt einfach in den Chat. Jetzt, nächstes Thema ist es Chometzverkauf. Ja, wir wissen, dass ganz viele von uns, fast alle, ausfüllen diese Formulare und wie und was das alles gemacht werden muss und warum wir das machen. Ja? Erstens, wir machen das, wenn man keinen Chometz zu Hause hat, ganz viele Leute haben auch Brauch,
also genannte Chametz Gamur, also hundertprozentige Chametz, wie sagen wir Brot, Mehl oder Haferflocken, gar nicht zu verkaufen. Weil die sagen, der Tore verbietet es. Ja? Und dieser Verkauf ist so eine Art Trickerei. Man trickt sich aus, also man weiß, dass man das nachher zurückkauft. Und obwohl halachisch ist es ganz legitim ist, weil Verkauf ist doch Verkauf, man macht schon alles halachisch richtig. Wir wollen uns damit, darauf nicht verlassen, weil endlich mal geht es nur um ein paar Stücke Brot und ein paar Flaschen Bier. Wir trinken das vor Pesach aus, beziehungsweise schenken an jemanden und werfen einfach weg. Ja? Wir haben zu Hause gar kein Hummus. Ja? Trotzdem, selbst solche Leute, die kein Hummus, Gomor zu Hause haben, wollen noch alles verkaufen. Und wir verkaufen die Sachen, die mit Chametz zu tun haben, sind allerdings nicht sogenannte Chametz Gamur, 100% Chametz, zum Beispiel Sojasauce, hat irgendwelche Anteile, die von Weizen hergestellt werden, aber das kann man halachisch nicht als Chametz Gamur betrachten oder Medikamenten oder verschiedene Kosmetikartikel, die man nicht benutzen möchte am besten, weil die Alkohol halten, ja, die sollte man am besten verkaufen. Deswegen, wenn man schon verkauft, dann füllt man dieses Formular aus und man schreibt alles, was ich habe. Vielleicht habe ich was vergessen und dies und das. Ja, dann verkauft man alles. Wenn man teure Alkoholflaschen hat, zum Beispiel ganz viele Whisky oder was auch immer, verkauft man die auch. Jetzt, wenn man das verkauft hat, muss man das abschließen. Man muss das irgendwo in einem Regal oder was weiß ich, in einem Sperrraum oder irgendwo in deiner Küche abschließen und auch bezeichnen. Hier ist Hamed verkauft. Ja, und wenn es in der Küche ist, am besten auch beklemmen, damit dass man auch versehen wird, besser nicht rausnehmen. Ja, jetzt, dieser Formular, die wir alle ausfüllen, es ist kein Verkauf, das ist kein Vertrag. Das ist eine Vollmacht, die Erlaubnis an der Rabbiner weitergibt, mein Chometz an nicht-jüdische Personen zu verkaufen. Also was wir unterschreiben und ausfüllen, ist kein Verkauf. Das ist nur Bevollmächtigung. Verkauft findet später statt. Ja, und das ist zwischen der Rabbiner und dem Nichtjude. Und dann verkauft der Rabbiner sein Hametz und Hametz von allen Leuten, die ihn damit bevollmächtigt haben. Ja, wenn man jetzt verreist, es passiert manchmal, zum Beispiel, wir haben ein paar Familien in Berlin, die verreisen. Und die verreisen nach Amerika. In Amerika endet Pesach später als in Berlin. Ja, dann müssen die aufpassen, dann müssen die Hametz am besten in Amerika verkaufen, weil der Rabbiner, der Hametz verkauft, er macht auch mit dem Nichtjude aus, wann der Hametz zurückgekauft wird. Ja? Und zum Beispiel, wir kaufen hier Hametz um 8 Uhr Motze Schabbes nach dem Pesach, ja? Aber in Amerika ist noch 4-5 Stunden Pesach und die dürfen kein Hametz besitzen. Also wenn man verreist, dann sollte man sich mit der Rabbiner ein bisschen erkundigen, wie man am besten Hummus verkauft. Weil mit der Zeitunterschied kann es Probleme geben. Sonst kann man, wenn man Hummus zu Hause hat und das nicht wegschmeißen möchte, kann man das verkaufen, selbst wenn es keine großen Mengen ist. Also man kann Bier verkaufen und Brot verkaufen, aber Hauptsache alles abschließen, ja, und Marken auch Hummus verkaufen, damit keiner das besser aus Versehen nimmt. Irgendwas noch zu Hummus verkauft? Was muss verkauft werden? Wie gesagt, eigentlich müssen ganz wenige Sachen verkauft werden, die man nur als hundertprozentige Hummus betrachten kann. Aber da wir sind sowieso diese Mechira, diese Verkauf machen, das kostet uns nicht extra, wir schreiben da alles. Ja? Alle Sachen, die nicht wirklich Hummus sind, weil vielleicht, wer weiß, vielleicht irgendwann irgendwas da, Teil davon ist ja Hummus, vielleicht haben die was vergessen. Ja? Um sicher zu sein, verkaufen wir alles. Ja? Gibt es irgendwelche Fragen? Zum Hummus verkauft. Ja, manchmal verkauft man ganzes Raum beziehungsweise einen Schrank hat man so beklebt und geschrieben Hummus verkauft. Dann, wenn der Pesach erinnert man sich, dass man irgendwas da drin hat, was kein Hummus ist und man hat das einfach vergessen. Das ist sehr oft der Fall bei Medikamenten. Man hat alle Medikamente verkauft und dann braucht man ein Schmerzmittel. Ja, einfach Schmerztabletten, Ibuprofen oder Paracetamol, einfach alle weißen Tabletten sind am besten erlaubt. Ja, ob man das rausholen darf, man darf den Raum bzw. den Schrank aufmachen, das, was man braucht, vorsichtig rausholen und weiter zuschließen.
Ja? Also wir verkaufen den Chametz und wir vermieten auch die Räume, wo Chametz sich befindet. Das bedeutet aber nicht, dass wir da keinen Zugang haben dürfen. Wir dürfen immer noch reingehen und die Sachen, die wir nicht verkauft haben, also kein Chametz, rausnehmen. Irgendwelche Fragen zum Seder, Yom Tov oder Chametz Verkauf? Das sind die drei Themen, die wir kurz besprochen haben. Ich würde gerne wissen, ein Staubsaugerbeutel, kann man den verkaufen, wenn man den vorher neu, also erst ein paar Tage drin hatte, oder sollte man lieber dann ganz neu wieder? Also am besten natürlich wegschmeißen, weil da, also wenn man ganz paar Krummel da hier und da zu Hause hat, ja, wir haben mal gesagt, das gibt Verbot, nicht nur Chametz zu essen, beziehungsweise davon Genuss zu haben, es gibt dann auch Verbot, Chametz zu besitzen. Dieses Verbot, Chametz zu besitzen, fängt erst ab einem Stück von Chametz, der Kisais groß ist, also so wie zum Beispiel also, weiß ich, 30 Kubikzentimeter von Chametz, also schon ein großer Crackerstück oder ein Teil von Brotstück. Also wenn man ein paar Krummel hier und da hat in der Apartment, eigentlich in seinem Wohnung, betritt man damit kein Verbot. Ja? Darüber hinaus macht man noch diese Bitulchoms. Man erklärt, selbst wenn ich irgendwas habe, es ist nicht meins und das ist Hefker und so weiter und so fort. Jetzt der Staubsaugbeutel ist ein bisschen problematisch, weil es kann sehr gut sein, dass in diesem Staubsaugbeutel ganz viele Krummel zusammen sind. Und zusammen sind sie schon die Menge ist groß genug, um Kisai zu haben. Und das ist ein bisschen problematisch. Deswegen, wenn man weiß, dass da wahrscheinlich keine Krummel sind, darf man den behalten. Am besten am Erev Pesach wegschmeißen. Also nicht so kurz vom Pesach auswechseln, wenn es ein teurer Beutel ist. Aber es ist nicht empfohlen, den zu behalten, weil es eben ganz viele Krummel, die zusammenkommen, werden zusammengezählt. Wenn ich 10 Krummel in ein Schlafzimmer haben und 10 Krummel im Kinderzimmer, dann wird jede Krummel getrennt betrachtet. Wenn sie sich aber zusammen in einem Beutel befinden, das wird als ein Stück Kommerz betrachtet und es ist kein sehr problematisches Leid. Aber man kann das verkaufen. Das bedeutet aber dann, dass man den Staubsauger, wenn Pesach, nicht benutzen sollte. Okay, hier gibt es im Chat noch eine Frage. Was macht man mit dem Geschirr, das nicht für Pesach genutzt wird? Sehr gute Frage. Und die Frage ist schon in Shulchan Aruch besprochen. Shulchan Aruch sagt, man muss das abwaschen, wenn es schmutzig ist. Normalerweise ist das Geschirr sowieso schon sauber. Und abschließen. Ja? In einen Schrank bekleben. Pesach, nicht für Pesach, Chomet, verkauft, was auch immer man darauf schreibt. Und ich habe das einmal erklärt, dass bekleben wir das auch. Wir schließen das aus dem Grund, dass wir können einfach aus Versehen die Sachen rausnehmen, weil wir daran so gebunden sind. Wir nehmen jeden Tag unsere Kaffeetasse aus dem Schrank und trinken unser Kaffee. Das kann sehr gut sein, dass wir am Pesach morgen aufstehen, einfach automatisch diese Tasse nehmen. Deswegen, wenn diese Tasse nicht Pesach die Tasse ist, muss man die zuschließen oder einfach Schrank bekleben, damit man das sieht und sich erinnert. Verkaufen muss man nicht. Verkaufen muss man nicht. Die Frage, ob man die Geschirr verkaufen muss. Verkaufen muss man das gar nicht, weil es hat, selbst wenn es Geschmack von Chametz hat, es ist nicht verboten, diese Geschmackteile von Chametz zu besitzen. Allerdings, wie ich gesagt habe, man verkauft alles Mögliche. Wenn man schon verkauft hat, schreibt man da rein alles Mögliche. Ja, Senf, Ketchup, Mayonnaise, alle Sachen, die gar kein Chametz sind, einfach nicht koscher, Pesach zertifiziert. Ja, und das schadet nicht. Warum nicht? Vielleicht da irgendwas ein Teil von Chametz doch geklebt irgendwo hinten. Also man kann das verkaufen, muss aber nicht. Wie kaschet man normale Wasserkocher und Shabbat-Wasserkocher? Sehr gute Frage. Die Sachen, die das ganze Jahr über nicht unmittelbar für Chametz benutzt werden, also Wasserkocher ist ein klassisches Beispiel. Wasserkocher wird nur für Wasser benutzt. Normalerweise da kocht man kein Nudel und kein Haferflocken. Ja, solche Sachen muss man nicht kaschen, man muss die aber grundsätzlich abwaschen, weil die verschiedenen Spritze und Essensreste und Schmutzreste sind immer da, weil man das ganze Jahr über nicht wirklich aufpasst, was da passiert. Man muss ganz gut abwaschen, ja, und am besten voll mit Wasser machen und kochen. Ja, das am besten. Dasselbe gilt auch für Schabbatkocher, Schabbatboiler, ja, gut abwaschen und voll mit Wasser kochen. Wenn man aber, ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, im ersten Schuh, wenn man aber
während des, des Jahres auf Shabbat koche, auf dem, von oben Chalot liegt, ja, damit die heiß werden, manche Leute machen das, dann ist das Problem, dann kann man diese Decke aus Plastik nicht wirklich für Pesach kaschen. Also entweder neue Decke besorgen oder was anderes, Alufolie oder was auch immer. Aber auch passen, damit er irgendwo sicher steht, dass es nicht Chas v'Sholom, das heißes Wasser rausgegossen wird. Also die zwei Sachen muss man nicht wirklich kaschen, nur abwaschen, und um einfach sicher zu sein, mit Wasser voll machen und kochen. Ja? Gut. Noch irgendwelche Fragen? Wir werden jetzt nächste Woche den letzten Shiur haben, und das in einer Woche und dann 6 Tage vor Pesach. Wenn ihr jetzt Fragen habt, bereitet alle eure Fragen vor und wir können die besprechen, beziehungsweise wenn das dringend ist, schreibt mich einfach an oder bereitet die Fragen vor, damit wir die während der letzten Shiur besprechen können. Verkauft man die Lebensmittel mit Bestandteilen von Chametz? Gute Frage, je nachdem, was das für eine Bestandteile sind. Wenn es zum Beispiel nur Sojasauce ist, das ist kein Chometz, das Sojasauce wird mit Weizen produziert. Aber halachisch gesehen, man darf das auch nicht essen. Halachisch gesehen ist es aber sogenannte Chametz-Nuksche. Das ist der Chametz, der verändert würde. Ja? Und wenn man eine Sojasauce-Flasche während Pesach besitzt, wo betritt man damit kein Verbot? Weil Verbot von Chometz besitzen, wo betritt man nur, wenn man ein Stück von Chometz Gamur hat, also von Brot, von Sauerteig, von einem Cracker, das darf man nicht besitzen. Es gibt viele Sachen, die zwar Chometz sind und die darf man auf keinen Fall essen, man darf die aber besitzen. Also dieses Verbot von Besitzen und Essen, die unterscheiden sich ein bisschen. Deswegen zum Beispiel Sojasauce, wenn man die hat, betritt man kein Verbot. Und eigentlich musste man die Sojasauce oder zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Soße mit etwas aus Weizen nicht verkaufen. Allerdings, da wir diese Soßen sowieso nicht benutzen dürfen und wir sowieso schon einen Verkauf machen und wir schreiben da alles rein, Medikamente und so weiter und so fort, um einfach alles perfekt zu machen, warum nicht? Es kostet uns nicht extra. Wir werden jetzt nicht für jede Flasche Soße getrennt bezahlen, weil wir die verkauft haben. Also am besten alles reinschreiben, alles, was wir nicht benutzen, weil wer weiß, vielleicht ist es diese Sojasauce ist ein bisschen anders, hochkonzentriert oder hat einen größeren Chametzanteil und so weiter und so fort. Wie gesagt, man muss es nicht, es ist aber empfehlenswert zu verkaufen, wenn man sowieso Chametz verkauft. Wir haben einen anschließenden Kurs. Okay, jetzt fängt ein anderer Schuh an. Mit allen Fragen bitte beim nächsten Mal sich melden, beziehungsweise mich anschreiben. Es hat Spaß gemacht, wieder euch alle zu sehen. Und bis nächste Woche. Vielen Dank, Herr Rabbiner, danke. War sehr interessant. Gerne. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Und alle Fragen, die Sie haben, schreiben Sie gerne an mich. Alles Gute.